Formel 1 Regeln. So wird die Startaufstellung gemacht. Strafen sorgen in der Formel 1 oft für große Verwirrung um die Startaufstellung. Wie sieht der Grid mit all den Strafen jetzt genau aus? 2018 könnte das Thema noch einmal brisanter werden. Die Teams dürfen noch weniger Power-Unit-Elemente einsetzen. Immerhin, es gibt eine Vereinfachung, aber der Reihe nach. Weiterhin gilt beim Strafmaß, für die erste eingesetzte Komponente einer neuen Power-Unit über dem Limit setzt es 10 Plätze Strafe, also ab der vierten Power-Unit. Für jede weitere nötige Komponente dieser Unit kommen weitere 5 Strafplätze dazu. Beim ersten Teil der fünften Power-Unit gibt es wieder 10 Plätze, beim zweiten 5 und so weiter. Neu 2018, sammelt ein Fahrer an einem Wochenende mehr als 15 Strafplätze, rückt er automatisch ans Ende der Startaufstellung. Das spart komplizierte Rechenspiele mit abstrus hohen Strafplätzen. Sind mehrere Piloten betroffen, werden sie in Reihenfolge der Verstöße am Ende des Feldes einsortiert. Wer zuerst bestraft wurde, steht also etwas weiter vorne. Alle Strafplätze werden auf die Positionen des Qualifying-Ergebnisses erstmal nur addiert. Noch rückt niemand auf. Es entsteht also eine virtuelle Startaufstellung mit Lücken. Ebenfalls zu beachten, ein bestrafter Fahrer sortiert sich in der virtuellen Startaufstellung nach Addition seiner Strafe immer hinter dem Fahrer ein, der sich eigentlich auf dieser Position befindet. Hier ein Beispiel. Fahrer A qualifiziert sich auf Platz 4 und bekommt 5 Strafplätze. Damit steht er auf der gleichen Position wie Fahrer B, der sich auf Platz 9 qualifiziert hatte, wird aber hinter ihm gelistet. Erst ganz am Schluss, also nach Addition aller Strafplätze, werden schließlich die entstandenen Lücken aufgefüllt. Die Startaufstellung ist fertig. Was haltet ihr von den neuen Regeln zur Startaufstellung? Lasst es uns in den Kommentaren wissen. Und wenn euch das Video gefallen hat, drückt den Like-Button und abonniert unseren Channel, damit ihr kein Video mehr verpasst. Bis dahin, euer motorsportmagazin.com.